bin ich hier? Die Vergangenheit. Wusste ich's doch. In der gemalten Welt. Der Arbeit von Iris von Everick. Wie seid ihr zwei hergekommen? Es gibt uns in beiden Welten. Ah ja. Erzählt mir mehr über diese Welt. Seltsamer Ort. Geboren aus den Träumen von Iris von Everick. Als sie noch lebte, existierte die Welt nur in ihrer Vorstellung. Danach gewann sie Substanz. Fantastische Geschichte. Schwer zu glauben. Das solltest du aber. Und gib gut Acht. Die gemalte Welt ist voller Gefahren. Na, gemalte Monster oder was? Wo ist Iris hingegangen? Also gut, es ist wirklich hübsch hier, aber wo ist Iris? Du hast sie nur für einen Moment erweckt. Wenn du mit ihr sprechen willst, musst du sie ganz aus dem Schlummer reißen. Ja, aber wie? Du bist doch Spurenleser. Draußen hast du Spuren untersucht. Ja, und? Diese Welt besteht aus verschwommenen und verblassten Erinnerungen, die unsere Herrin vergessen möchte, aber nicht kann. Du musst sie finden und wiederherstellen. Rufe die Ängste herbei, die Iris plagen, und zerstöre sie. Klingt einfach. Ja, klingt einfach. Also gut. Dann schauen wir uns mal um. Was ist denn das? Geister von Olgierd und seiner Frau. Warum bewegen sie sich nicht? Das ist eine Erinnerung. Unvollständig und verschwommen. Du musst genau hinsehen und sie wiederherstellen. Okay. Das Bild. Das Buch. Der Geist aus der Steppe. Oft gelesen, ganz abgegriffen. Der Geist aus der Steppe. Was ist das? Eine Teekanne. Geschirr für den Nachmittagstee oder fürs Frühstück. Was ist mit Olgierd? Was hat er da in der Hand? Worauf schaut er? Auf das Buch. Passt perfekt. Ich verstehe. Und auf dem Tisch liegt das Geschirr. Das stimmt wohl nicht. Nein? Hier fehlt ein Pinsel. Was haben wir hier? Farbpalette. Die hat sie in der Hand. Iris hat das Anwesen gemalt. Ich muss ihr die Malerplatte... Oder nein, die Malerplatte lag auf dem Tisch. Passt perfekt. So sieht's aus. Wir sollten einen Hund besorgen. Oder besser einen Hund und eine Katze. Wenn der Regen kommt, wärmt der Hund mir die Füße. Und die Katze spielt am Kamin mit einem Wollknäuel. Was meinst du? Hörst du überhaupt zu? Entschuldige, Liebes. Ich habe gelesen. Ist das Buch denn so fesselnd? Ja, sehr. Weißt du was? Lass uns reingehen. Warum? Es ist doch so schön hier. Die Vögel singen, die Bienen summen. Paradiesisch. Tut mir leid, Liebes. Ich fühle mich nicht so. Ich gehe rein. Bleib du nur.
Oh, oh. Was ist denn jetzt los? Na, Bienen! Verfluchte Bienen! Verschwindet! Mist. Sie verfolgen mich. Vielleicht werde ich sie mit Feuer los. Haut ab! Geht doch. Weg mit euch! Verschwindet! Was ist das? Noch eine Erinnerung? Oh oh. Nein, ein Albtraum. Eine verkörperte Angst, die du früher oder später konfrontieren musst. Und welche Angst? Wo sind sie? Sie verstecken sich im Nebel. Da! Verfluchte Bienen! Mist. Dieser Nebel. Na! Na! Komisch. Egal. Auf zur nächsten Erinnerung. Oh oh. Na! Scheiße. Diese Erscheinungen. Ich kann sie kaum erkennen. Stecken sich im Gemälde! Und sehen aus wie Spinnen! Na! Na! Verdammt! Na! Weg mit dir! Albträume. So nennt man das also. Na! 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 Schwindet! Scheiß Bienen! Wieder eine Erinnerung. Noch eine Erinnerung. Okay. Am Brunnen. Hm. Was ist das? Ein Brautschleier. Ein Brautschleier? Und? Was haben wir hier? Ein Glas. Okay. Weinglas. Sieht wie das von Olgierd aus. Also gut. Olgierd kriegt ein Weinglas. Passt perfekt. Ein Weinglas. Hä? Auf deine Gesundheit, liebe Frau. Und auf deine, lieber Mann. In meinem Land beglückwünscht man Jungvermählte mit Brot und Salz. Aber fürs Erste sind wir allein. Ich brauche nur dich. Ach, könnte dieser Moment doch ewig dauern. Mal sehen, was sich tun lässt. Komm herein und schau dir unser Heim an. Gern, aber ich weiß, es klingt albern. Das Haus steht schon so lange leer und ich... Du fürchtest dich vor Spinnen, ich weiß. Ich habe sie alle aufgekehrt und in den Garten geworfen. Mein Ritter, du hast an alles gedacht. Ja, da sind die nächsten Spinnen. Oh, oh. Und das ist die Mutterspinne. Oh, stopp nochmal. Und kleine Spinnen auch noch? Große und kleine Spinnen, verdammt nochmal! Hä? Was? Die Spinne vermehrt sich einfach nur? Na, Scheiße! Na. Verfluchtes Mistvieh! Hau ab! Na. Ich hänge fest! Na. Na. Und vorbei ist es mit dir! Ah. Okay. Mann, auf geht's zur nächsten Erinnerung.
nächste Erinnerung ist im Haus. Oder hier? Oh nein. Na! Komm raus! Oder bleib hier drin. Schon wieder er. Eine weitere Erinnerung? Nein. Leider nicht. Aber vielleicht hier drinne. Noch ein Traum aus der Vergangenheit. Sicher auch unvollständig. Okay, was haben wir hier? Ein ausschweifendes Fest. Es gilt, den Gästen zu imponieren. Na gut, und was finde ich? Was ist das? Und nur Castell heißt das Bild. Wein aus Toussaint. Teuer. Wein aus Toussaint? Licht. Hä? Ah, das Bild zeigt also, wie es aussah. Oder wie es auszusehen hat. Okay. Die Kanne lag auf dem Tisch. Die Kanne ist auf dem Tisch. Irgendetwas fehlt hier, aber was? Auf dem Bild haben sie gebrannt, aber das ist noch nicht alles. Eine Puppe. Silberdraht, Perlen. Die Puppe muss ein Vermögen gekostet haben. Warum ist sie hier? Haben alle auf dem Bild gebrannt? Nein, ich glaube das letzte nicht. Ja. Die letzten Kerzen nicht. Also wieder aus. Okay. Nein, das ist nur um sie einzuschalten. Hier war noch irgendwas. Was ist das? Olgierts Frau hat Blumen gemocht. Angesichts der Verzierungen gehörte der hier wohl ihr. Sollte ich das mitnehmen? Nein. Obwohl... Was fehlt hier? Irgendwas fehlt. Ich komme aber nicht drauf, was. Nochmal das Bild anschauen. Das Schwein ist auf dem Tisch. Die zwei Kerzen brennen. Der Stuhl. Die Stühle. Der eine Stuhl ist verrückt. Und der Stuhl hier? Er ist auch da. Hm. Komisch. Irgendetwas... Der Kamin hat auch gebrannt. Mein Liebling, ist alles in Ordnung? Du siehst so blass aus. Es ist alles in Ordnung, wirklich. Wie geht es euch denn? Ich bin so froh, euch zu sehen. Warum sind Großmama und Großpapa nicht da? Es ist eine lange, holprige Reise. Schlammig. Sie weigern sich immer noch, mich zu sehen. Stimmt's? Und was ist das? Wir haben ein paar Sachen von Iris mitgebracht. Ihre Lieblingsbürste, ihre geliebte Puppe. Ah, und dies. Für dich. Banknoten. Wir haben deine Schulden abbezahlt und aufgekauft, damit der Ruf der Familie nicht leidet. Wie lieb von Mama und Papa, an mich zu denken. Olgier. Siehst du jetzt, wie er ist? Ich habe dich vor der Hochzeit gewarnt. Ein Grobian und Barbar, der sich mit Banditen abgibt,
dass du dich nicht fürchtest mit diesem Gesindel unter einem Dach. Was? Eine Erscheinung? Au! Ah! Verflucht doch mal! Also folgen wir ihm. Okay. Nicht du schon wieder. Wo ist er hin? Er ist weg. Dieser Ort gefällt mir nicht. Absolut nicht. Wir müssen hoch. Schlafgemach. Und schon wieder eine Erinnerung. Was ist das? Was? Blutverschmiertes Handtuch? Das Handtuch hat Blutflecken. Und das? Eine Nachttischlampe. Der Docht ist fast weg. Okay. Sie weint auf dem Bett. Aber wieso? Da ist Eugiert. Was macht er da? Er wäscht sich die Hände. Wahrscheinlich hat er irgendwie Blut an den Händen gehabt. Wie spät ist es? Spät. Schlaf. Du warst wieder den ganzen Abend im Studierzimmer. Was hast du an den Händen? Nichts. Die sind nur etwas dreckig. Ist das Blut? Hast du dich verletzt? Tintenflecken. Ich habe Briefe geschrieben. Ich gehe bald nach Ochsenfurt. Vielleicht kommst du mit. Oh, das ist eine tolle Idee. Eine Reise wird uns beiden so gut tun. Dann ist es beschlossen. Lass uns schlafen. Ich bin erschöpft. Ich schlafe jetzt nicht. Kommt nicht in Frage. Komm, ich male dein Porträt fertig. Bis jetzt sind das doch schöne Erinnerungen. Also gehen wir ins Atelier. Die letzte Erinnerung. Noch eine verschwommene Erinnerung. Schauen wir uns als erstes das Bild an. Moment. Eugiert sitzt? Aber in dieser... Sie hat Eugiert gemalt. Aber die Details stimmen nicht. Da fehlt doch was. Aber in dieser Erinnerung sitzt Eugiert nicht. Er steht. Ein Glas. Ein Kelch. Wie der auf dem Bild. Ein Kelch. Oder sieht es nur so aus, als würde er sitzen auf dem Bild? Hä? Was ist denn jetzt los? Hä? Das lebende Bild muss aussehen wie das Gemälde. Genau. Den Kelch platzieren. Oh Mann, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. War der links oder rechts? Ich glaube, er war links. Vielleicht so. Nein. Dann war er rechts. Hierhin? Alle guten Dinge sind drei, dann nehmen wir die Mitte. Vielleicht hierhin. Oder auch nicht. Das stimmt noch nicht. Es fehlt auch was. Auf dem Bild sind irgendwelche Früchte oder sowas. Ein Kelch mit Trauben und Äpfel. Wo finde ich die denn jetzt? Da ist die Schale. Obstschale fehlt. Wie eben erst gewaschen. So. Der Kelch steht... links oder rechts? Ja.
Von ihm aus gesehen rechts. Also gut. Interagier. Das lebende Bild muss aussehen wie das Gemälde. Ja. Die Trauben platzieren. In die Mitte. Vielleicht hier. Und dann den Apfel platzieren. Der war links. Wie wär's damit? Okay, lass mal sehen, wie sieht das aus? Das stimmt noch nicht. Hä? Wo liegt das ganze Zeug? Das lebende Bild muss aussehen wie das Gemälde. Der Becher, ich kann den Becher nicht mehr. Wie wär's damit? Nein. Müsste passen. Gut. Jetzt noch den Apfel. In die Mitte. Nein? Gut, dann rechts. Das gehört hierhin. Endlich. Genau wie im Bild. Lächle ein bisschen netter. So? Du sollst lächeln, nicht die Zähne blecken. Nein, immer noch nicht. Lächle wie damals, als Papa mit der Heirat einverstanden war. Bitte. Es ist zwecklos. Ich sehe doch, dass etwas nicht stimmt. Ich muss noch ein bisschen arbeiten. Schon wieder? Olgierd, wir haben uns versprochen, dass wir keine Geheimnisse voreinander haben. Weißt du nicht mehr? Entschuldige, das will ich nicht besprechen. Olgierd. Olgierd! Mehr gibt's nicht. Oh. Schau an. Willst du dich mit mir anlegen? Nein, will er nicht. Moment. In diesem Raum war ich erst. Hier habe ich gegen sie gekämpft! Und jetzt darf ich schon wieder gegen welche kämpfen! Oh, ich sehe fast gar nichts! Mal ein bisschen Licht machen! Na! Verschwindet! Na! Verdammte Erscheinungen! Brenn! Mann! Okay. Verschlossen. Ich dachte, die Tür ist... diese Tür ist aufgegangen. Was ist das jetzt? Wieder eine Erinnerung? Sie folgt ihm. Meister von Everex Studierzimmer. Hier hat er sich in die arkanen Künste vertieft. Es ist so verdammt dunkel hier, das gibt's gar nicht. Und mein Schwert ist schon wieder beschädigt. Ich sollte es reparieren. Bin ja nur noch am Schwert reparieren. Huch! That's it. So. Was ist das? Das ist doch ein Teufelskreis. Das Pentagramm soll beschworene Wesen binden. Aber die Linien sind verwischt. Ich brauche Kreide. Dann kann ich Kerzen aufstellen. Okay, ich brauche Kreide. Wo finde ich Kreide? Das sind Wachskerzen. Aber wo ist die Kreide? Was haben wir hier? Blutpakte über fremde Präsenzen. Ein Band über Verhandlungen mit Dämonen. Hat Olgierd den Spiegelmeister beschworen vielleicht? Zwischen zwei Welten. Die Tore der Mysterien. Zwischen den Welten. Die Bibliothek eines Okkultisten. Das Anwesen war im Winter deprimierend finster. Okay.
keine Ahnung, woher ich jetzt Kreide bekomme, aber ich muss mich weiter umschauen. Abgeschlossen. Ich brauche Licht. Kommt man hier rein? Abgeschlossen. Verflucht. Da! Kreide. Kreide. So. Puh, Schwarzmagie. Das müsste hinhauen. Jetzt die Kerzen. So, Kerzen. Auf dem Pentagramm? Nein. Kerzen auf dem Kreis? Ja. Mal so versuchen. Komm zurück. Wir müssen reden. Geh weg. Ich will allein sein. Diesmal nicht. Komm sofort raus. Lass mich zufrieden. Ich will nur in Ruhe arbeiten. Arbeiten nennst du das? Welchen Zauber muss ich nehmen, verdammt? Ich hab sie alle durch. Ich will den Pakt beenden. Ich beschwöre dich. Verflucht! Was? Feuer! Hier drinnen, schnell! Löscht die Flammen! Er hat das Haus angezündet. Das habe ich nicht erwartet. Okay. Moment. Vielleicht kann ich in das Bild flüchten.